Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Satisfactory. Ja, und wir sind hier immer noch an der Fabrikatorenfabrik und es wird hier fleißig an der Fabrikatorenfabrik gearbeitet und wir müssen mal gucken, wie viel Strom. Wir sind ganz schön an der Stromgrenze mit 1000. Aber das wird fleißig nachgeliefert, das wird fleißig nachgeliefert. Es wird alles fleißig nachgeliefert, bis in der Schrauben, ne? Schrauben laufen hier einfach so komplett rein, blub. Zack. Hier, Beton können wir auch mal rein. Ach, haben wir schon alles. Ja. Was machen wir? Was machen wir jetzt weiter? Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ein bisschen mit den Farben rumexperimentiert. Eine ganz coole Angelegenheit eigentlich. Auch, dass das Ding so ein bisschen vollgekleckert aussieht, finde ich ganz cool. Schade, dass man den Truck nicht einfärben kann. Aber gut, kein Problem. Wir werden uns heute ein bisschen mit dem einen oder anderen beschäftigen. Und zwar, die Kohle läuft ja da rein, das läuft da hinten rein. Wir haben ja hier die Produktion von... Was war denn das? Ach so, genau. Ich muss ja hier noch das Dach ein bisschen bauen, ne? Von Stahlträgern. Und theoretisch würde ich sagen, wir könnten hier jetzt so anfangen, das Dach da drauf zu bauen. Dazu müssen wir allerdings erstmal ein Fundament hier haben, ne? Das bauen wir jetzt einfach hier so. Und dann, keine Ahnung, machen wir auch wieder ein rundes Dach, oder? So wie hier. So, und dann hier eine Rampe. Hier eine Rampe. Ich bin natürlich für Vorschläge voll offen. Falls ihr sagt, hey, mach doch mal das so oder so. Oh, Gott sei Dank haben wir jetzt ein Jetpack und kommen da rüber, ne? So, warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir könnten das Dach also genauso bauen. Dann bauen wir das doch genauso, oder? Zack. So. Und jetzt hier natürlich die flache Kante. Kein Beton. Müssen wir uns vielleicht holen. Das Lager hier ist ja voll, ne? Schon läuft es fleißig nach. So, das sind ja dann die einzelnen Produktionsschritte, die wir hier haben, ja. Ganz normalen mit dem Konstruktor. Das heißt, beim nächsten bauen wir erstmal hier weiter, ne? Die Rampe, ja, ganz klar. Schwupp. 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 So, da hinten fährt unser Kumpel, ne, und bringt uns neuen Beton. Ich glaube, der bringt uns sogar nicht nur neuen Beton, sondern auch noch andere Sachen, oder? Andere Leckereien. So. Schwupp. Huch, zweimal? Nee, das ist falsch. Wo ist denn der zweite hingegangen?
da unten. Zack. Ja, ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach ein Spiel, was man in einer fröhlichen Runde mit Freunden zusammenspielen kann, was halt einmal die Woche zum Beispiel halt stattfindet und was halt nicht als Let's Play gelten soll, sondern ja, als kleine Hommage an vergangene Tage. Ja, manch einer spielt zum Beispiel Pen and Paper und ich würde dann halt mit denen sowas gerne spielen. Das Problem ist, es ist gar nicht so einfach, etwas Richtiges zu finden. Gut, dann sagt der eine oder andere, ja, dann spiel doch hier. Also ich zum Beispiel für meinen Teil hätte jetzt gesagt, ich finde zum Beispiel Anno ganz gut. Das ist ein Spiel, was man speichern kann, wo man halt dann pausieren kann, sage ich mal, längere Zeit und sagen kann, hey, okay, es geht jetzt halt nicht, weil wir keine Zeit und so, ne? Kann ja alles passieren. Ist natürlich nicht jedermanns Sache. Brauchen mehr Beton. Sieht schon ganz cool aus hier mit dem Licht, ne? Zack, 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 zack. Schon ganz cool mit diesen, mit den Fabrikhallen, die getrennt sind voneinander. Das könnte man wirklich so groß als Projekt aufziehen. So, dann wäre die zweite Rampe nämlich die hier. Ja, und da gibt es jetzt demnächst, was heißt demnächst, Ende des Jahres, soweit ich das weiß. Oder Anfang nächsten Jahres? Ich weiß es, ich glaube Anfang nächsten Jahres, ne? Ah, die haben das ja verschoben, stimmt. Die Siedler. Gibt es ein neues Siedler? Und ich fand das eigentlich ganz nett. Man könnte auch Civilization oder Age of Empires oder Empire Earth oder irgendwie so einen alten Schinken nehmen und das halt mit den Freunden dann spielen und speichern. Das Problem ist, es ist nicht jedermanns Sache. Ja, Age of Empires zum Beispiel ist halt schon ein bisschen. Ja, und dann ist es auch so, dass die meisten ja immer top neue aktuelle Titel spielen wollen und meistens zwar Shooter und so eine Sachen. Und ich bin ja eher so der Strategentyp. Deswegen, ja, muss man mal gucken. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Uhr dabei. Das heißt, ich muss Pi mal Daumen machen, ne? Jetzt haben wir es hier zum Zeitpunkt der Aufnahme 7:15. Ne, viertel acht sogar. 7:45. Das heißt, ich werde einfach Pi mal Daumen. Okay. Da haben wir eine Fensterluke gelassen, da haben wir eine gelassen. Dann lassen wir hier eine und hier und hier und hier. So. Ja. Haben wir jetzt keine. Man könnte aber sagen, man könnte, ja. Im Grunde ist es hier drunter jetzt ganz schön duster, ne? Aber die Fabrik ist soweit fertig. Gut, zur Computerverarbeitung brauchen wir. Warte mal, für Computer brauchen wir. Was brauchen wir denn für Computer? Teile? Teile. Motoren. Machen wir mal. Ne, Computer? Motoren? Motor. Motor. Für Motor brauchen wir einen Rotoren. Für Rotoren brauchen wir 22 Schrauben. Also, wir brauchen eine Menge Schrauben, sehe ich gerade.
und Stahlrohre. Das heißt, es könnte durchaus möglich sein, dass wir diese Fabrik hier oben das Dach nochmal irgendwann abnehmen und erhöhen werden. Erhöhen? Wieso erhöhen? So. Was sagt denn hier das Stahllager? Das Stahllager sagt voll immer noch. Also wir haben immer noch eine höhere Produktion an Stahlbarren als der Verbrauch. Wir können ja eigentlich mal gucken. Also theoretisch müsste die Produktion so sein von den ganzen einzelnen Ressourcen. Kommt's an und dann einzeln blub blub. Von den einzelnen Ressourcen müsste es dann so sein, dass hier langsam wirklich jedes Lager voll wird. Jetzt habe ich gepinkt. Stahl. Da ist noch leer. Da fängt es jetzt an, sich zu füllen. Das zweite Lager. Und hier ist es das dritte Lager, was sich füllt mit Stahlbarren. Also wir haben reichlich Material. So. Guti, wir können mal gucken. Dann müssen wir irgendwo zwischenlagern. Hier, ne? Wobei, wir müssten eigentlich mal diese Fabrik hier fertig bauen. Das ist ja die Fabrik für Kupfer. Kupfer haben wir 1, 2, 3, 4, 8, 16. Das heißt, wir bauen hier erstmal die Kupferfabrik fertig, oder? Ja. Keine Eisenplatten, okay. Das ist auch kein Problem. Ich muss die Uhr im Auge behalten und ich werde versuchen, das auch möglichst zu schaffen. Und eigentlich möchte ich das so auslagern, dass in dieser Halle hier nur Materialien verarbeitet werden. Ich wollte ja das mal ausprobieren, ne, wie man zwei Bänder in einen transferiert. Voll? Voll okay. Wir haben genug an den Sachen hier. Und hier sind dann die Eisenplatten. Das können wir mal vernichten. Okay, die 16 können wir auch vernichten. Können wir noch zwei Plattendinger mitnehmen, ne? Wobei, das geht dann weg. Okay. Also der Plan ist so, dass hier dann wirklich nur die großen Konstruktoren reinkommen. Also die wahrscheinlich oder irgendwas anderes. Ja, die Halle hier an für sich ist doch schon mal schön, genauso wie die da hinten. Finde ich jetzt. Und hier bauen wir jetzt noch so eine zweite Halle dran. Zack. So nämlich, ne? Immer darauf achten, dass die Wände so sind, ne? Speicherfreeze. Und dann kann ja die Kupferproduktion auch so loslegen, dass sie dann halt wirklich schon
ja, ins Lager produziert, ne? Da müssen wir irgendwie noch Förderbänder bauen. Das wird auch nochmal eine schöne Sache. Förderbandstraßen sozusagen. Und theoretisch kann man denn, wenn die ganze Produktion zu wenig wird, kann man sagen, hey, wir brauchen mehr, wir können das Ganze auch noch nach oben ausbauen. Von daher haben wir eigentlich relativ gute Karten hiermit. So, Wände. Zack. Zack. Zack und zack. So und so und so. Das Einzige, was das Problem sein wird, ist, wir brauchen mehr Energie. Und da würde ich sogar sagen, wir bauen dann Brennstoffgeneratoren. Das war falsch da hinten, ne? Aber das macht ja auch gar nichts. So. So, dann haben wir jetzt den ganzen Kram hier so rum. Ja, das passt so. Dann können wir jetzt wieder sagen, hier, unser altbekanntes Dachprofil. Ist doch ganz klar, oder? So und so. So. Dann natürlich die kleinen Dinger. Und dann die ganz flachen Profile. So. Gut, dann fangen wir erst mit den flachen Profilen an. Gut, ist natürlich blöd, eigentlich müsste genau hier dann offen sein, weil ja der Qualm dann da hochzieht, aber hey. Was kostet die Welt, hm? Ich nehme eine kleine Cola. So, und dann. Wir können da noch Förderbänder hier durch. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da so machen. Was wir so Schönes zaubern können. Vielleicht zwei gebaut da rein, ne? Das ist ja voll schwachsinnig. Wir wollen schon das dicke Profil hier haben, ne? Ja. So, und dann hier oben das dünne. Und dann natürlich das abgeflachtere Profil hier und das ganz dünne hier. So, das etwas abgeflachtere natürlich hier. Ja, das ziehen wir jetzt durch, ne? Das ziehen wir jetzt einfach ganz knallhart durch. Schade, dass man das nicht so ziehen kann. Das wäre cool. Thank you.
das. Dann ziehen wir jetzt das hier. So, auch noch auf der Seite. Und dann natürlich jetzt das Dünne noch. Fünf, sechs, sieben. Und noch die Platten in dünn. Zack. Zack. Kein Beton. Dann klauen wir uns jetzt hier einmal den da. Und dann haben wir Beton für die Platte hier, ne? Damit das hier abgeschlossen ist. So, dann ist die dritte Halle eigentlich fertig. Moment mal, warum sind da... Warum ist hier... Hey, warum habe ich hier eine doppelte Ebene? Warum habe ich hier einen höher gebaut? Als da bei denen. Das war jetzt der König, was? Was wird hier gebrannt? Was wird hier gebrannt? Was wird hier gebrannt? Was wird hier gebrannt? Stahl. Ach so, weil die anders sind, ne? Die sind höher, ja klar. Und das hier sind ja ganz normale Schmelzen. Gut, also runter. Runter zu den Verkabelungen. Dann müssen wir hier hin, dann können wir es hier wegnehmen. Oder hier wegnehmen, das ist die Frage. Nee, es kommt alles von hier, dann müssen wir es hier wegnehmen, theoretisch. Und... dort? Wir brauchen Beton. So. Hier dann den Logistikturm 3. Einfach runterbringen. Und der muss dann zum Silo, logischerweise, ne? Silo geht natürlich hier dran. Eins. Okay, dann bauen wir hier so einen Turm. Ach, zu kurz, okay. So, jetzt müssten wir natürlich theoretisch und auch praktisch eine Pause machen, denn es ist halt, ne? Und das heißt, wir machen hier jetzt eine Pause und ich sage von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ne? In diesem Sinne, tschüss!